Ich bin sehr kreativ. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann verfolge ich das Ziel auch, bis ich es erreicht habe. Und generell bin ich sehr motiviert, Sachen zu machen, die mir sehr Spaß machen. Zum Beispiel, wenn ich Sachen am Computer zu machen, macht mir sehr Spaß und Freude, da ich mich in meiner Freizeit auch sehr damit beschäftige. Ich spiele gerne auch Spiele am Computer. Und dadurch habe ich eben auch viel damit mit dem Computer an sich zu tun und lerne auch viel darüber. Ich mache zum Beispiel gerne Videos, die ich dann zum Beispiel selber schneide. Und im Großen und Ganzen sind es Videoausschnitte aus von dem, was ich spiele. Und die schneide ich eben zusammen, die gute Momente, also praktisch die Highlights. Und packe dann eben gute Musik, passende Musik dahinter. Und passt das, was im Video passiert, immer auf die Musik dann im Hintergrund an. Ich möchte auf jeden Fall gerne Developer werden, egal ob es jetzt im Bereich Website oder Game Developing ist. Ich möchte auf jeden Fall gerne Sachen entwickeln und meine Kreativität freien Lauf lassen. Aber eher in Richtung grafisches Gestalten. Andere Stärken wären zum Beispiel, dass ich sehr hilfsbereit bin und gerne anderen Leuten helfe. Zum Beispiel bei meiner Klasse, wenn es darum geht, dass jemand in Mathematik oder so Hilfe braucht, dann helfe ich da auch gerne. Also mir persönlich geht es ziemlich gut, wenn ich jemandem helfen kann, weil mich persönlich freut es sehr, wenn ich jemandem helfen konnte. Und andere nehmen es eigentlich auch ziemlich positiv auf. Sie haben meistens ein Lächeln im Gesicht. Sie bedanken sich und fragen mich dann beim nächsten Mal, wenn sie wieder Hilfe brauchen, wieder, ob ich ihnen helfen kann. Also ich finde es super, dieses Permateach, dass man sich da mal mit Sachen befasst, mit denen man sich in der Schule normalerweise nicht so befasst. Heißt, man konzentriert sich mal auf Sachen, die im normalen Schulsystem jetzt nicht wirklich untergebracht sind. Und ich finde, man sollte sich auch privat einfach mehr damit befassen, wie es einem psychisch wirklich geht, wie man sich selbst sieht und wie man das ändern kann. Mir persönlich hat es gezeigt, dass es dass Schule auch einfach ein Ort sein kann, an dem man auch einfach mal nicht an andere Dinge denken kann. Und einfach mal auch an sich denken kann und nicht immer nur an diese ganzen Aufgaben, die man in der Schule bekommt. Und bekommt für die Aufgaben, die wir in den Permateach-Büchern gemacht haben, eigentlich immer relativ viel Zeit, um sich wirklich genau zu überlegen, wie man, worum es da wirklich geht und wie man das selber dann sieht. Das Selbstbewusstsein steigt auf jeden Fall zu einem gewissen Teil. Vielleicht auch die Selbstliebe, dass man auch irgendwie lernt, sich selbst zu akzeptieren. Dass man vielleicht, wenn man das dann bespricht, was jeder, alle, also wie jeder die Aufgaben beantwortet hat, dass man das sieht, dass man vielleicht nicht allein ist mit dieser Eigenschaft oder mit dieser Meinung.